Es ist Suarez, der da steht. Suarez mit dem Freistoß unter die Latte und Tor. Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen gute Nacht, was auch immer zur nächsten Folge der VfL Osnabrück Karriere. Was erwartet uns diese Folge? Wir haben den April vor uns. Wir haben die Spiele gegen Leipzig, die UEFA Europa Conference League. Wir haben Spiele gegen Stuttgart und Berlin, den Pokal gegen die Bayern. Wir haben den Endspurt der Liga und vielleicht auch Finals vor uns. Das heißt, es wird wieder eine lange, lange, lange Folge mit vielen Entscheidungen. Kommen wir nach Europa? Kriegen wir den Pokal? Kommen wir eine Runde weiter? Schaffen wir die Conference League? Und. Das wird eine wilde Folge. Ich hab Bock drauf. Wir springen rein in den ersten Höhepunktepartie gegen unseren Angstgegner. Gegen RB Leipzig, wo wir, glaube ich, die letzten gefühlt 10 Spiele nicht gewinnen konnten. Die haben uns immer noch in der 90. Minute irgendwie einen eingeschenkt. Ich freue mich schon wieder auf Bruno Fernandes, wenn er noch da ist. Aber jetzt erstmal verteidigen wir die erste Aktion. Was ist das denn schon wieder für eine komische Situation? Leipzig mit der ersten Gelegenheit schießt hier das 1:0. Irgendwie wieder ein geschenktes Ding. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Oben stolpert Kerkez über Jimenez und der läuft da irgendwie durch und macht trotzdem das Tor. Ja, 1:0 Leipzig. Wir müssen aufpassen hier, vielleicht nur einen Punkt mitzunehmen, weil ich habe Angst, den 6. Platz abzugeben. Unsere nächste Gelegenheit leitet Ndri jetzt weiter ein mit Askasiba. Da läuft Abiyama rein. Bisschen schlecht gespielt. Da ist Suarez mit dem 1:1. Der Mann ist einfach mittlerweile absolut, ja, vielleicht sogar der allerbeste Spieler. Abiyama langsam und langsam lässt er nach. Und langsam kommt Suarez mehr und mehr in den Fokus. Oh, jetzt ist schon wieder so eine Riesengelegenheit für Leipzig. Weiß nicht, wie wir das verteidigen sollen. Elmas, Grill ist da, überragend. Leipzig wieder mit einem Sturm hier auf unsere Defensive. Jimenez, Atzen verteidigt das. Eine Riesengelegenheit hier für uns. Guterres schickt Abiyama, hat den Führungstreffer auf dem Fuß im eigenen Stadion und er beglückt die Fans mit einem Treffer zum 2:1. Natürlich ist er und bleibt er auch das Gesicht von Osnabrück. Den werde ich versuchen, so lange zu halten wie möglich. Einer der Gesichter dieses Vereins und dieser Karriere bisher. Ich bin einfach so froh, ihn damals zufällig verpflichtet zu haben. Jetzt aber wieder Fokus hier, Leute. Den Fokus. Leipzig ist wieder da, aber unsere Verteidigung ist heute echt super drauf. Wir kriegen den Elfmeter direkt. Abiyama hat die Möglichkeit, hier auf 3:1 zu erhöhen gegen Leipzig. Das wäre natürlich super. Wir konzentrieren uns. Abiyama tritt den Elfmeter und schon wieder verschießen wir den gegen Leipzig. Ich glaube, sie kommt die 90. Minute. Wir gewinnen mal wieder ein Spiel gegen Leipzig. Ich weiß nicht, ob wir schon mal gewonnen haben. Egal, was passiert ist. Wir holen die 3 Punkte gegen unseren Angstgegner. Ich wollte euch nur noch mal vorwarnen, in dieser Folge geht es Schlag auf Schlag. Wir spielen jetzt das Viertelfinale Hinspiel zu Hause gegen Kopenhagen. Wir spielen nur den Angriff, schauen noch mal, was uns hier alles erwarten kann. Wir konzentrieren uns auf uns. Wie gesagt, es folgt nur der Angriff, keine Höhepunkte. Es kann ein Risiko sein, aber rein ins Spiel gegen Kopenhagen. Wir geben alles. Suarez wird hier direkt nach 3 Minuten geschickt. Mit der Möglichkeit zum 1:0, Daily Kluber zu Ndri. Und wir gehen mit 1:0 gegen Kopenhagen in Führung. Super Start ins Viertelfinale der Conference League. 3 Minuten später ist es Ndri, der den Ball hat. Abiyama, der den weiterleitet zu Suarez. Gillette hält. Eckball für uns. Ndri bringt ihn rein. Keiner kommt also wirklich ran. Suarez hat den Ball nochmal, wieder Suarez. Wo soll er hinspielen? Da steht ja keiner so wirklich. Suarez mit Übersteiger macht er gut. Die Abwehr klärt diese Aktion erstmal. Abiyama steht hier zum Elfmeter bereit. Eben noch ein verschossen und dieses Mal schießt er ihn in die andere Ecke zum 2:0. Nach 23 Minuten gehen wir hier 2:0 in Führung. Und Abiyama weiß ganz genau, bei wem er sich zu bedanken hat. Bei seinem Kollegen Ndri, der den Elfmeter rausgeholt hat. Oh, mittlerweile ist das 2:1 gefallen. Kopenhagen ist nochmal rangekommen. Wir haben hier nochmal in der 90. Minute die Gelegenheit mit Suarez vielleicht nochmal auf 3:1 zu erhöhen. Und dem ist doch so. Der Abschluss dieses schönen Europaabends ist das 3:1 von
Suarez, der Schiedsrichter, pfeift die Partie ab. Und wir springen rein ins nächste Spiel. Ich sag ja, Schlag auf Schlag. Das nächste Spiel ist gegen Stuttgart in der Bundesliga, was wir mit 1:0 verlieren. Erneut gehen wir nur in den Angriff rein. Wir wollen natürlich ins Halbfinale einziehen. Diesmal spielen wir bei Kopenhagen. Freistoßgelegenheit für uns, die wir kurz ausführen. Natürlich Abiyama, Tillman spielt von Anfang an heute mal. Tillman flankt, oben steht Suarez, der kommt da nicht ran. Ein bisschen getändelt hätten wir in der Abwehr. Und Kopenhagen kann es klären. 1:0 schon für Kopenhagen. Wenn die jetzt ein weiteres Tor schießen, wäre es unentschieden. Und das hieße, wir müssen in die Verlängerung gehen, wenn es am Ende so bleiben sollte. Aber davon wollen wir erstmal nicht ausgehen. Suarez täuscht an. Legt den Ball nochmal zurück zu Guterres. Tillman! 1:1. Wichtiges Tor hier für Osnabrück. Wir haben eine Freischussgelegenheit. Es ist Suarez, der da steht. Suarez mit dem Freistoß unter die Latte und Tor. Was für ein Freistoßtor von Suarez. Der ist immer und immer wieder für eine Überraschung gut. Diesmal als Freistoßtorschütze. 2:2 übrigens jetzt schon gefallen. Gut, dass wir nochmal das zweite Tor geschossen haben. Wir haben eine Kontermöglichkeit. Geiger spielt den Ball weit nach vorne. Der Torhüter ist aber da von Kopenhagen und klärt den Ball. Und dementsprechend klärt die Abwehr von Kopenhagen komplett. Wir spielen 2:2 und wir stehen im Halbfinale der Conference League. Um kurz mal Luft zu holen von unseren ganzen Spielen hier, werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Wir sind mit einem Spiel weniger noch auf Platz 6. Leverkusen ist mittlerweile rangekommen auf 4 Punkte. Da müssen wir aufpassen. Wolfsburg 55. Vielleicht können wir uns ja noch einen Platz 5 irgendwie einnisten, falls wir ein, zwei Spiele noch mehr gewinnen. Viel haben wir nicht mehr zu spielen. Jetzt gegen Union Berlin, die am Anfang oben mitgespielt haben. Da müssen wir aufpassen. Gegen Union Berlin in der Schnellsimulation spielen wir 1:1. Das heißt, wir kommen nicht viel weiter ran an Wolfsburg. Schade. Rein in die Pressekonferenz. Ihr seht schon im Hintergrund, es ist Halbfinale DFB-Pokal in der Allianz Arena. Wie wichtig ist die mentale Einstellung der Spieler im Vorfeld der Partie gegen FC Bayern München? Ja, natürlich Aggressivität und Professionalität. Die Einstellung muss stimmen und das zeichnet uns auch aus. Herr Gaming, Sie gelten im Spiel gegen FC Bayern München eher als Außenseiter. Wird es daher großflächige Änderungen in der Startelf geben? Entschuldigung. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns das Team anschauen, wer fit ist, wer nicht. Wenn da zu große Lücken sind in der Konditionsanzeige, dann müssen wir natürlich durchtauschen. Das sehen wir gleich. Zuletzt hat Ihr Team schwankende Leistung gezeigt. Wir sehen diese Formschwankungen. Ich würde sagen, das hat viel mit der Rotation, viel mit den englischen Wochen zu tun, wo wir hier rotieren mussten. Und daher finde ich aber unsere Ergebnisse trotzdem nicht schlecht. Wir stehen immer noch gut da. Rein in die Partie. Die Aufstellung werden wir gleich noch sehen. Ich bedanke mich bei allen. DFB-Pokal Halbfinale steht an in der Allianz Arena. Zwei Top-Teams stehen sich gegenüber. Ja, das eine topper als das andere. Bayern läuft auf mit Henderson, den Captain. Und wir laufen auf mit unserem Captain Askar Sieber. Wir sehen nochmal den Turnierbaum. Bayern hat sich gegen Hertha, gegen Frankfurt durchgesetzt. Und jetzt treten sie gegen uns an. Wir hatten zweimal Zweitligamannschaften, also eigentlich schon dreimal. Haben wir noch den Spieler im Fokus, Bernardo Silva, der uns auch schon oft geärgert hat. Wollen wir uns aber natürlich erstmal die Aufstellung angucken beider Mannschaften. Da haben wir auch schon die Aufstellung der Bayern im Tor Castells, wie immer, die letzten Male. Abwehr mit Garcia, Gomez, De Ligt, Kimmich, da kennen wir den einen oder anderen, Henderson, Ivanušek, Coman, Silva, Guado und Alvarez im Sturm. Unsere Aufstellung, im Tor steht Mika Kuhn, der unser Torwart, der unser Pokaltorwart ist, als einzigen Wechsel, glaube ich, drin. Ansonsten ist unsere komplette Stammelf da. Tillman spielt auch anstatt von Dri, der hat mir in letzter Zeit mehr gefallen. Ansonsten haben wir auch, wenn wir ein paar kaputte Jungs dabei haben, die etwas an Konditionsanzeige verloren haben, haben wir versucht, alles aufzustellen, was geht. Also rein in den Pokal. Bernardo Silva hat sehr viel Platz da. Kuhn, richtig. Geiger. Jetzt mal vielleicht die Möglichkeit. Geiger täuscht an. In der Mitte ist Guterres mit dem rechten Fuß gegen die Latte. Das hätte sein können.
Suarez wieder am Ball, der sehr, sehr viel den Ball hat. Abiyama mit seinem linken Fuß mal aus der Distanz, warum nicht? Oh, Bernardo erholt sich den Ball da irgendwie wieder. Alvarez. Es ist Ivanuschek, glaube ich. Bernardo Silva. Immer noch Bayern am Ball. Cuadro und Matzen. Naja, ist das schwierig zu verteidigen da außen immer. Jetzt wollen die auch noch Kort spielen bestimmt. Machen sie, Coman. Ja, der. Krass. Was soll er machen? Ivanuschek macht einen Meter für Bayern. Kriegt den Ball da wieder von Pfeiffer irgendwie. Schwierig zu verteidigen, Ivanuschek und Kuhn ist da. Ecke Bayern, bringt Kimmich rein, gefährlich, wieder Kuhn. Coman ist ja nicht der defensiv stärkste. Abiyama setzt sich da gut durch, täuscht an. Abiyama, Schussmöglichkeit, der macht das 1:0. 44. Spielminute, die Bayern machen das Spiel und kontrollieren das Spiel. Wir holen uns den Ball nach dem Eckball. Laufen nach vorne, Coman lässt Abiyama ein bisschen machen und der schießt den Ball, nachdem man 16er eintreten darf, zum 1:0 ins Tor hinein. Gut gemacht von Dixon Abiyama, der immer und immer wieder ein wichtiger Mann ist und bleibt. Er ist einfach immer noch anscheinend da für die wichtigen Tore. Wir führen 1:0 in der Allianz Arena. Ja, Bayern ist und bleibt halt stark, die kommt immer in 16er rein, dribbelt dann wie verrückt. Aber das zu verteidigen ist auch absolut schwer, wie man jetzt sieht. Die legen sich den Ball vor und haben nur schnelle Spieler. Da geht Fuadu in 16er ganz einfach rein. Überläuft Matzen da, der absolut schnell ist, ein riesen Tempo hat. Beschäftigt dann nochmal zwei Spieler. Die Ecke pfeift der Schiedsrichter aber vorerst ab zum Glück. Wir gehen mit einer 1:0 Führung in die Pause. Boah, unsere Jungs sind echt schon mittlerweile so eine von der Konditionsanzeige fast schon an der Hälfte angelangt. Das ist sehr, sehr eng. Die geben hier wirklich alles. Deswegen habe ich auch einmal gewechselt, habe Ostage eingebracht, der hier jetzt am Ball ist, für Guterres. Tillman, da kommt Kerkez mit. Kerkez hat nicht so wirklich einen rechten Fuß. Dennoch macht er ihn fast trotzdem rein. Castells hält überragend gegen Kerkez. Oh, Coman, gute Körpertäuschung da. Gut vorbeigegangen. Bernardo Silva, ein Doppelpass wieder mit Mount. Und den hält Kuhn nicht. Mount will direkt den Ball aus dem Tor holen. Ein doppelter, hast du gefühlt. Zwischen Mount und Coman war das, glaube ich, da. Nee, keine Ahnung, wer es war. Dann schießt er dann einfach ins lange Eck und ja, aus dem Nichts macht Bayern hier das 1:1. Also da sind wir eigentlich da und Bamba wird bei dem Schuss getunnelt. Kuhn versucht alles, kann aber leider nichts machen. Wir brauchen frische Leute, Matzen sehr kaputt, geht raus, Abiyama geht auch raus, hat sich im Sinne der Mannschaft gestellt. Dafür kommen Pelletier rein und auch Oscar Wagner auf die Rechtsverteidigerposition. Wir hoffen uns davon noch ein bisschen frische Kräfte, die da noch dementsprechend gut laufen können. Jetzt weiter in der Partie. Pelletier, Suarez jetzt nochmal. Suarez im Dribbling gegen Garcia, setzt sich gut durch. Suarez spielt hier raus auf Kerkez. Der bricht nochmal ab. Kerkez macht er gut. Rüber zu Suarez. Der macht das 2:1. Ist das überragend gespielt. Suarez leitet dieses Tor selber ein und schließt selber ab. Aber natürlich gehört auch ganz, ganz viel dem Kerkez. Miloš Kerkez. Einer, der auch lange dabei ist. Da sehen wir es. Bricht nochmal ab. Sieht, dass Suarez besser steht. Und der macht das 2:1 in der Allianz Arena, das heißt es hinten verteidigen. Sieht Tillman, das ist ein schlechter Ball. Bayern nochmal mit der letzten Gelegenheit eventuell hier ein Tor zu erzielen. Mason Mount, Kimmich, eine Minute Nachspielzeit, das darf nicht mehr passieren jetzt. Mason Mount, nochmal mit dem Dribbling, das hätte er vielleicht abschießen sollen. Bamba verteidigt das und das heißt für uns, wir sind im DFB-Pokalfinale. Wir verteilen die letzte Aktion und wir haben es zum ersten Mal in, weiß nicht, 6 Jahren geschafft, im Finale zu stehen. Es war schon wieder ein enges Spiel, es war schon wieder schwierig gegen Bayern, aber wir haben es geschafft. Unser Gegner heißt übrigens TSG Hoffenheim im Finale. Die haben Borussia Dortmund zu Hause 3:0 abgefertigt. Das heißt, wir gegen Hoffenheim im Berliner Olympiastadion. Gegen Schalke geht es in die Schnellsimulation rein und wir gewinnen 2:1 gegen Schalke, auch ein wichtiger Sieg. Die
direkt danach steht das UEFA Europa Conference League Hinspiel gegen KAA Gent an. Wir spielen bei KAA Gent Halbfinale. Die hatten Wolfsburg AC, haben auch Galatasaray rausgekickt. Wir hatten nochmal Rapid Wien und Kopenhagen rausgekickt. Heute das Hinspiel wollen wir natürlich auch gewinnen, egal was komme. Wir sind mit die stärkste Mannschaft, glaube ich, aus diesem Wettbewerb. Deswegen gibt es da keine zwei Meinungen, dass wir diesen Wettbewerb auch gewinnen wollen. Ist die Aufstellung von KAA Gent. Dazu soll gesagt sein, wir spielen nur den Angriff jetzt in diesem Hinspiel. Den einen Toruna Riga kennt man, die spielen eine Dreierkette. Da wollen wir mal gucken, wie viele Chancen uns da übrig bleiben, wenn wir gegen Gent spielen und nur den Angriff. Wir spielen mit unserer absoluten Top-Elf. Auch Grill spielt von Anfang an. Ihr wisst, wie unsere Top-11 aussieht, also brauchen wir da nicht viel drüber diskutieren. Rein ins Spiel. Nach 20 Minuten kriegen wir einen Flugball gespielt auf den Dreh. Der zieht nach innen, ist natürlich auch eine schnellen. Suarez täuscht an. Geiger, ah, ich dachte, das wäre einer von uns. 36. Spielminute, Abiyama ist auf freien Fuß, ist auf und davon. Abiyama legt drüber zu Ndri und wir gehen 1-0 in Führung bei KAA Gent in Belgien. So kann es weitergehen. Oh, KAA Gent hat ausgeglichen, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so gut für uns, haben aber hier die nächsten Angriffmöglichkeit. Spielen Ndri da in den Lauf. Der ist schneller als Hansche Olsen. Ndri in der Mitte wartet Abiyama. Den macht er natürlich rein. Keine Kunst mehr, den rüberzuschieben. Diesmal andersrum. Ndri spielt rüber auf Abiyama. Der zum 2-1. Nochmal die Möglichkeit, hier sogar auf 3-1 zu erhöhen. Abiyama hat das nötige Tempo. Täuscht nochmal an. Schafft es aber nicht vorbeizugehen. Und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 2-1 im Hinspiel bei Gent. Gegen Frankfurt gehen wir in die Schnellsimulation rein. Ein wichtiges Spiel für uns. Wir gewinnen das 2-1 gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt, warum es wichtig war, wir waren eben noch hinter Wolfsburg, jetzt vor Wolfsburg. Wir haben den 5. Platz, haben zwar 2 Punkte nur Vorsprung, aber wir sind erstmal auf dem 5. Genau das, was wir erreichen wollten. Ich glaube, der 6. ist Conference League, soweit ich weiß. Also 6. Platz wäre keine Europa League. Wir müssen Platz 5 anpeilen. 2 Punkte, wie gesagt. Mal schauen, wie es am Ende wird. Als erstes wartet aber erstmal das Rückspiel der Conference League auf uns. Nachdem sie Gent im Hinspiel auswärts besiegt haben, steht nun das Rückspiel an. Wie zuverlässig sind sie heute? Wir würden sagen, wir wollen auch vor heimischer Kulisse siegen und ins Finale einziehen natürlich. Gegen Frankfurt war es am Ende sehr knapp. Wie geht ihre Mannschaft daher in das Spiel gegen Gent? Das irritiert uns keineswegs. Wir wissen, was wir können und wir wollen Frankfurt, beziehungsweise waren Gent in diesem Fall natürlich aufschlagen. Aktuell sind sie richtig gut drauf, gehen davon aus, dass sie auch in den nächsten Spielen so weitergehen können. Ich bin der Meinung, wir können noch mehr, also rein in den Angriff gegen Gent. Wir gehen da nur in den Angriff rein. Ab dafür. Ich bin wohl aus Versehen aus 3D-Spiel gekommen, das heißt, wir werden dieses Spiel als 3D-Spiel komplett spielen. Ich Dulli auf Guterres. Guterres bringt die Flanke rein, da steht Suarez. Geiger, Ascasiba nochmal. Guterres mit dem Antäuscher. Geiger, beweglich wie eh und je. Dennis Geiger startet in die Mitte mit dem Abschluss. Hoch da. Oh, starke Grätsche da. Jetzt Geiger am Ball. Da sieht Suarez. Da steht fast 1-0, Sergio Rico. Ja, ich glaube, ich zeige trotzdem die kompletten Highlights da. Dieses Spiel schon sehr, sehr interessant ist. Nun 2-1 war es ja im Hinspiel und Gent ist hier eigentlich schon relativ gefährlich, immer wie sie nach vorne spielen. Deswegen erlaube ich mir mal einfach, die Highlights hier laufen zu lassen, das 3D-Spiel laufen zu lassen. Denn Gent kommt immer gefährlich nach vorne. Hier jetzt auch mit den Kontermöglichkeit über Desart. Wir kriegen da keinen richtigen Zugriff. Wilks ist das? Da jetzt fast schon 1-0 für Gent stehen können. Ja, wie gesagt, es wird ein normales 3D-Highlight-Spiel. Wie sonst auch immer. Suarez macht er gut auf Ascasiba. Guterres gegen die Latte. Wir dürfen das hier auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Gent kommt hier schon wieder gefährlich im Strafraum rein. Legt den Ball zurück vor vorne. Ist das? Da steht 1-0. Damit würde es in die Verlängerung gehen. 1-0 für Gent bei uns.
Wir verdribbeln uns vorne zu häufig. Da spielt Gent den Ball gut in den Strafraum rein. Dann wird der Ball zurückgelegt und Grill kann nichts machen. 1:0 für Gent im Halbfinale. Ich glaube es nicht. Hat keine Anschiebposition. Spielt dann zurück zu Askasiba. Gent steht hinten sehr, sehr eng und sehr gut. Jetzt mal mit Geiger wieder. Nochmal Abiyama aus der zweiten Reihe. Es ist zu wenig. Vielleicht haben wir hier sogar noch eine Gelegenheit. Es ist Suarez auf Abiyama. Es ist schon über der Zeit. Und der Schiedsrichter pfeift auch ab. Gent führt 1:0 bei uns zu Hause in Osnabrück. Ohne Wechsel geht es auch weiter in die Partie. Wir müssen das so reißen. Ich habe etwas Angst, muss ich sagen, weil Gent hier irgendwie immer gut durchs Mittelfeld kommt und hinten einfach sehr, sehr eng steht und stark steht. Wir gewinnen den Ball diesmal direkt am Anschluss. Abiyama mit einem Dreh, das ist aber zu wenig. Vielleicht der zweite Ball nochmal, ja. Den kriegt er auch. Geiger, Suarez. Suarez ist natürlich technisch brillant, was er da auch immer macht. Setzt sich da gut durch. Geiger, Guterres mit der Nachschussmöglichkeit. Askasiba, nochmal Geiger. Das muss doch langsam hier klingeln für uns. Dri läuft einfach so am Peins vorbei, versucht Abiyama zu finden, aber die Abwehr steht gut. Nee, Fofana. Guter Ball davon Gent wieder. In die Spitze, Fofana. Gegen Guterres. Kolpas jetzt am Ball, mit der Hacke weiter zu Desart. Der schießt einfach, Grill ist da. Wichtig. Kurze Ecke da von Gent. Wilkes hat es auch schon ein, zwei Mal hier geärgert. Geht in 16er rein und kriegt den Elfmeter. Ich glaube das nicht. Elfmeter für Gent. Elfmeter für Gent. Ja, und da stellt Geiger sich ganz, ganz ungeschickt an. Schubst er einfach den Genter um. Jetzt steht Fofana da. Fofana macht das 2:0 für Gent. In diesem Moment ist Gent im Finale. Abiyama, wir müssen jetzt langsam mal treffen. Ansonsten sieht das hier ganz schwarz für uns aus. Die Abwehr von Gent steht auch sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Das Mittelfeld hält den Ball perfekt. Und wir kommen einfach zu keiner Gelegenheit. Schon wieder ein guter Pass da vorne auf Fofana. Der ärgert uns da komplett auf Außenbahn. Jetzt kommt Kolpas in die Flanke rein. Grill rettet uns nochmal. Nächste Gelegenheit, das ist das 3:0. 3:0 für Gent. Wir gehen hier komplett unter. Und das heißt, wir müssen jetzt mittlerweile 2 Tore schießen. Jetzt haben wir nur die Möglichkeit mit Geiger und Abiyama. Geiger, Abiyama, Pfostenknaller. Das darf nicht sein. Heute soll es einfach nicht sein. Nochmal eine Möglichkeit. Suarez jetzt auf Außen. Suarez. Suarez hat den Treffer auf dem Fuß. Legt nochmal rüber. Suarez. Das kann es nicht wahr sein. Wirklich nicht. Sowas habe ich auch schon lange nicht gesehen. Abiyama. Auf Suarez. Auch wieder nichts. Jetzt vielleicht. 87. Minute. Guterres nochmal. Guterres. Den muss er jetzt aber machen. Ja, ob das reicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir schmeißen auch nochmal alles nach vorne. Spielen mit 4 Stürmern. Versuchen jetzt wirklich alles mit ständiger Druck. Pelletier in die Partie. Alles offensive Wechsel. Rein in die Partie. Rein in die letzten Sekunden hier so gesehen. Das ist schon die 88. Minute. Wir müssen jetzt einen schnellen Ballgewinn haben. Ansonsten wird das nichts mehr. Wir holen uns den Ball nochmal. Abiyama, Pelletier. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Suarez. Suarez, geht er gut vorbei. Suarez, Suarez macht das Ding. Das ist die 90. Spielminute. Suarez mit dem 3:2. Ich glaube das nicht. In der allerletzten Sekunde macht der Youngster, der beste Spieler schon von unserer Mannschaft hier, wieder so ein wichtiges Tor. Wir liegen 2:0 hinten und drehen das Spiel. In der allerletzten Sekunde Suarez, individuelle Klasse, sagt man das. Kriegt den Ball und schießt er mit links einfach ins kurze Eck rein. Ihm ist das egal. Jetzt wechselt Gent auch nochmal aus und wir gehen in die Verlängerung rein. Natürlich mussten wir jetzt auch ein bisschen was umändern. Abiyama ist jetzt rausgegangen. Wir wollen ja auch nicht, dass wir hier einen Konter noch fangen. Trotzdem werden wir weiter offensiv bleiben. Was für ein Spiel, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Sieht dem Mann, der das Ding in der 90. Minute gemacht hat, jetzt Kaya mit dem direkten Abschluss. Den muss er aber ein bisschen härter aufs Tor bringen. Fatih Kaya jetzt. Sieht Pelletier laufen. Klasse Ball auf Pelletier. Der kann's machen. Der macht das 3:3 in der 101. Die Einwechslungen wirken. Frische Leute sind wichtig. Und man sieht, wie wichtig ein breiter Kader ist. Wir verkürzen oder gleichen hier wieder mit 3:3 aus. Das heißt, wir wären im Finale. Stand jetzt. Kaya
mit einem guten Laufweg nach vorne. Pelletier setzt sich da durch gegen den Innenverteidiger und knallt das Ding ins lange Eck. Es steht 3:3 weiter in der Verlängerung. Kaya schickt nochmal Tillmann auf die Reise, der Ball ist ein bisschen weit. Und die erste Halbzeit der Verlängerung ist auch schon vorbei. Wir springen direkt rein in die zweite Halbzeit der Verlängerung. Ah, schlecht von Pelletier da. Unnötig mit der Hacke nach hinten gespielt. Erst holt er sich den Ball gut und dann verliert er ihn da ganz leicht. Kolpass. Ich verstehe nicht, warum da der Antritt so schlecht ist von Kerkez. Kofana setzt sich da wieder gut durch. Das ist die nächste Gelegenheit für Gent und die gleichen wieder aus. 110. Minute. Stand jetzt geht's ins Elfmeterschießen rein. Gut gemacht da außen von Fofana. Kerkez pennt ein bisschen. Super Hereingabe und Gent knallt den Ball hinein. Der Rasen sieht auch schon richtig kaputt aus. Der hat auch schon seine besten Tage hinter sich. 110. 4:3 für Gent. Wieder Suarez mit dem Impuls. Diesmal auf Wagner. Wagner wartet auf Pelletier. Der setzt sich ab. Und wie kann man sie nicht machen? Sergio Rico ist da. Nochmal Suarez über außen. Nochmal Suarez über außen. Läuft wieder nach innen. Das kennen wir doch schon. Diesmal täuscht er an, zieht nach innen. Torwart hat den Ball. Aber zu schlecht. Pelletier mit dem Nachschuss. Was ist das für ein Spiel hier heute? Ich kann das gar nicht fassen. Suarez schon wieder der Impulsgeber für das Tor. Dieses Mal einen schlechteren Abschluss. Der Torwart Sergio Rico sieht nicht gut aus. Gucken wir uns das nochmal an. Täuscht nochmal an. Ja gut, die Sicht war auch ein bisschen blockiert von seinen Verteidigern. Aber Pelletier schickt goldrichtig und erzielt hier das hoffentlich entscheidende 4:4. Und ich hoffe, wir kommen damit auch jetzt ins Finale. Wir haben nochmal eine Gelegenheit. Das ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit. Suarez probiert selbst von der Distanz. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Jetzt hat Gent nochmal einen. Minchev. Wir sind gespannt. Mbamba klärt das. Spiel zurück zu Grill und wir stehen im Finale der UEFA Europa Conference League. Was für ein schöner Abschluss dieser Folge. Ja, in der nächsten Folge gibt es dann alle Finals, das Saisonfinale. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bis hierhin bei dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, denn das war eine richtig geile Schlussphase, eine richtig geile Folge meiner Meinung nach. Lasst gerne ein Abo da, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen, wo wir dann die ganze Finals spielen und die letzten zwei Spiele der Bundesliga-Saison und schauen, ob wir vielleicht noch einen Platz in der Europa League bzw. Champions League bekommen. Wir stehen im Finale des DFB-Pokals, wir stehen im Finale der Conference League und wir können uns noch Platz 4 holen, das würde die Champions League bedeuten. Also seid gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Ich sage Dankeschön, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschö.